So, wir sind back. Kölle, Karriere und heute erstes Heimspiel in der neuen Saison gegen Wolfsburg. Und wie letztes Mal schon angesprochen, finde ich schade, dass am Anfang jetzt noch dieser Film gezeigt wird und dann geht es direkt schon ins Spiel rein. Da hätte ich mir gewünscht, wie das, so wie das beim letzten Mal war. So ein kleiner Trailer, so ein Film und direkt 1-0 von Wolfsburg. Ja, so ein kleiner Film wie jetzt. Aber dann trotzdem noch den Einlauf, das wäre geil. Und allgemein die Stadionstimmung vor dem Spiel hätte ich gern noch gesehen. Aber jetzt wird alles in einem so vermischt, der Trailer und die laufen rein. Finde ich jetzt nicht so geil. Und was passiert jetzt hier schon wieder eigentlich? Was passiert hier jetzt schon wieder gerade? Letztes Mal Dortmund 3-0 gezogen, jetzt hier nach 5 Minuten 2-0 hinten. Was ist das jetzt? Und vor allen Dingen konnte ich wieder gar nichts machen, weil das absolut krasse Passkombinationen waren und absolut 200 km Schüsse. Das fuckt mich jetzt hier schon wieder leicht ab. Digga, wie spielen die denn? Was ist das, Alter? Wie kann... Also Wolfsburg hat uns letztes FIFA hier schon komplett gefickt, aber wie können die denn jetzt schon so viel besser sein als Dortmund, ey? Was ist das denn für ein Bug, ey? Geht auf einmal auch gar nichts mehr bei... Ey, Digga. Zweite richtige Folge hier. Und direkt alles im Arsch hier, die Stimmung, oder was? Willst du mich verarschen, Mann? Was ist das denn? Die gehen da auch gar nicht hin. Komplette Verarschung hier schon wieder, das Team gerade. Da sollte er nicht hin, war aber ganz gut. Thielmann. Selke. Hartl wird geblockt, meiner wird auch geblockt, also das fuckt mich ja jetzt schon wieder richtig ab hier. Meine. Bisschen Platz. Aber es kommt keiner nach. Perfekt. Alter, Mann, die sind alle so starr. Keine Bewegung mehr drin auf einmal. Letztes Game haben die sich so perfekt spielen lassen. Jetzt sind die einfach verstarrt irgendwie. Erstarrt. Gerade sehr stark. Mann, warum ist Thielmann in FIFA so kacke? Das kann doch nicht sein. Er braucht 10 Jahre zum Schießen, Mann. Wir sind eigentlich schon wieder gut drin. Direkt drei Tore, was ist das auch, Mann? Zwei Tore in 5 Minuten und dann kommt direkt das dritte hinterher, was ist das denn? So irgendwie Job erledigt für den Computer. Drei Tore geschallert und jetzt spielen die irgendwie wie Scheiße. Komplett aufgedreht, auf einmal können die gar nichts mehr, ey. Das fühle ich ja jetzt schon wieder komplett hier. Es war so klar, dass jetzt ein Tor fällt. Es ist wieder jeder Ball zu denen gerollt. Ich berühre den Ball und dann flippt er wieder über mir den Fuß rüber. Ist doch so lächerlich hier schon wieder. Immer gegen Wolfsburg.
Schmidt, sehr stark. Selke, Alter. Schon wieder so eine Verarschung hier. Ecken können wir auch nicht mehr, Ecken können wir nicht mehr. Wie kann das sein, dass die so... Eigentlich ist Wolfsburg ja schlecht, aber warum spielen die so viel besser als Dortmund, Mann? Warum spielt sich unser Team schon wieder so scheiße gerade, ey? Das packe ich einfach. Ja, genau. Es geht da weiter, wo wir aufgehört haben. Das kann doch nicht sein, Mann. Guck mal hier, dass der da wieder hinrollt, ne? Das ist doch so eine lächerliche Kacke. Genau da zu dem freien Spieler. Ist doch eine Verarschung, Mann. Keins jetzt mal. Ist aber auch zu langsam eigentlich für einen Konter. Thielmann. Martel. Alter, wie stark hat meiner da gekämpft? Holy shit. Keins. Es ist halt. Es fuckt mich auch ab in Real Life, ey. Köln hat so eine langsame Mannschaft. Ein paar Ausnahmen haben die. Aber die können dann da auch nichts regeln, weil die anderen nicht hinterher gedackelt kommen, ey. Wenn so einen echten Miner irgendwie pusht oder so, dann müssen die da hinterher erstmal eiern, die anderen. Köln hat einfach irgendwie viel zu wenig Tempo. Handspiel, ne, doch nicht. Perfekt. Meiner jetzt mal unten. Das meine ich. Wo soll ich hinspielen, Mann? Dauert erstmal 10 Jahre, bis die da ankommen, ey. Silke. Vielleicht. Hey, was sind das denn für Flanken, Digga? Das sind hier gefühlt Schüsse. Schmitz, sehr, sehr stark, ey, wieso fühlt Schmitz sich so schnell? Und die dürfen einfach kein Tor schießen, was ist das denn? Wir dürfen kein Tor schießen. Packerada, die Ecke kam ganz okay. Und direkt nochmal reinwichsen. Steht gut! Digga, wie kann der nicht aufs Tor kommen, ey, das macht mich schon wieder so sauer hier. Ali, du nochmal rein. Im Allgemeinen, finde ich, spielen wir viel besser, viel bessere Chancen. Aber es geht kein Schuss aufs Tor, Mann. Oh, Schwebe. Oh, endlich mal ein guter Abwurf. Jetzt mal. Abziehen, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ach du Scheiße. Ey, aber wieso schießen die denn so abgewichst? Warum schiebt der den so komisch? Ballert den da richtig rein, Mann. Was schiebst du den so komisch? Ich hab dick aufgeladen, was schiebt der den so? Und dann auch noch an Pfosten. Der kam mir eigentlich nicht mal schlecht. Was eigentlich schon eine Frechheit ist, dass so ein Kackschieber so gut kommt. Und dann geht halt wieder nur an Pfosten, ey. Das ist so eine Verarschung. Wir hätten hier locker 3-4 Tore haben müssen. Paar gerade nochmal Flanke jetzt auf Sel. Also, Digga, ich raste gleich aus. Wie? Wie kann man den so verkacken? Die Flanke kam... Ey, ich weiß auch nicht, warum Schmitz und Paccarada so schnell sind. Ey, die fühlen sich so krass schnell und flink an. Bei Paccarada verstehe ich das ja noch, aber Schmitz... Bei Schmitz packe ich das gar nicht. Also fühle ich natürlich komplett, aber...
Ja. Also das ist halt auch jetzt komplette lächerlicher Dings, komplett Schmutz. Schuss aufs Tor nach 20 Minuten, der ist instant drinne. Und wir ballern den da hinten einen rein, Mann. Und nichts geht rein. Wir ballern den nur aufs Tor. Aber geht nichts rein. Ah, der kam nicht gut, aber wenigstens in der Ecke. Und war da mir nochmal rein. Kommt gut rüber. Hey. 6 Tore sind zu viel, sage ich, und 0 Tore sind zu wenig für uns. Vom Ding her wäre unentschieden gerecht gewesen, sage ich. Das ist wie in Real Life gegen Hoffenheim. Köln fand ich klar besser. Und Hoffenheim, ja, hat er halt übel Lack gehabt. Ja, das fuckt mich ab, ey. Guckt euch das an. 13 Schüsse, erwartete Tore 3,5. Wir haben 0 und die haben 2,2 und haben 6. Das ist doch schon wieder die größte Verarschung hier. So, nächstes Spiel müssen wir dann, glaube ich, gegen Hoffenheim, oder? Nee, Frankfurt, stimmt. Frankfurt haben wir erstmal. Ja, Tabelle können wir eigentlich mal schauen. Ich mache das hier noch eben. Papierkram, sage ich mal. Warte mal, die haben ange. 1 Million? Was ist denn. Wo kommt dieser Downs eigentlich her? Der spielt in Real Life ja jetzt auch irgendwie. So, also steht im Kader zumindest. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Wo kommt der her und warum kostet der 1 Million? Das lehne ich erstmal ab. Wenn 1 Million kostet, können wir den erstmal pushen. Und ja, das nehmen wir hier an. Ich dachte, der ist eigentlich schon weg, aber keine Ahnung. Gut, Tabelle schauen wir nochmal eben. Na, 11. Perfekt, leck mich am Arsch. Tordifferenz minus 3. Nächstes Mal gegen Frankfurt, die sind 7. Sieg und Unentschieden, okay. Gut, ich habe auf jeden Fall trotzdem noch Bock, auch wenn ich hier ein bisschen angepisst bin, aber das ist positives Angepisst sein, also mich fuckt's ultra ab. Aber ich habe einfach zu viel Bock, dass ich mich da jetzt, dass mich das zu krass triggert, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe einfach zu viel Bock. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.